Hey Leute, mein Name ist EpicSan und heute zeige ich euch die allerbesten Redstone TNT-Kanonen, die es so gibt. Wir fangen hier mit dem ersten Auto an, sage ich mal. Da ist eigentlich nicht viel, es gibt jetzt gleich auch noch ein Beispielhaus, das ist eigentlich auch nicht so krass, aber hier wurde halt eine Sache gemacht. Hier so wie der Motor, als ob das Auto an wäre. Ist nicht so ganz so krass, darum geht es eigentlich auf der Map auch gar nicht so. Das wurde, oh, ich will mich auch gleich reinsetzen. Das wurde wahrscheinlich nur zum Spaß oder zum Testen gebaut. Dann haben wir noch ein Haus, aber das brauchen wir uns nicht anzuschauen. Das ist nicht so spannend, ehrlich gesagt. Das hat halt einfach nur diese Daylight-Sensoren. Und wenn es halt Nacht wird, geht halt einfach das Licht dort drin an. Das ist nicht allzu krass, aber jetzt, Leute, jetzt wird es richtig geil. Wir haben hier nämlich die allererste TNT-Kanone. Die werden immer krasser ganz da hinten. Ich kann euch mal ganz kurz ein bisschen zeigen, was da noch auf euch zukommt. Wir schauen uns natürlich jedes einzelne auch an und die sind schon richtig krass. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was das war. Irgendeine geht ultra gut ab und schaut euch das mal an. Das ist eine TNT-Kanone, Leute. Die kann wirklich nach vorne raus schießen. Alle können nach vorne raus schießen. Das ist so, so, so nice, was da auf euch zukommt. Aber wir fangen natürlich jetzt erstmal vorne an. So, hier die erste TNT-Kanone. Hier steht immer, wie sie heißt. Fire Charger Cannon. Was steht da für eine Version? Version 1.4.7, okay. Hier kann man sie an- und ausmachen. Und hier kann man noch zwischen der Shotgun-Mode und dem Vulcan-Mode changen. Wir gehen mal zum Shotgun-Mode und machen die einfach mal an. Und ihr seht schon, es schießt einfach Feuerbälle raus und zusätzlich noch Pfeile. Das ist jetzt so die erste. Ist eigentlich nicht schlecht. Wir können jetzt nochmal wechseln. Ich glaube, da müssen wir sie nochmal kurz ausschalten. Wir machen sie kurz aus. Dann switchen wir zu Vulcan-Mode. Und jetzt schaue ich das mal an. Ich weiß nicht, ich glaube, da kommen einfach mehr Feuerbälle raus. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall echt nicht schlecht. Und guck mal, wie weit die fliegen. Bei der Shotgun fliegen die bis hierhin. Und hier, die fliegen bis was weiß ich wohin. Guck mal, wie weit die fliegen. Das ist echt nicht mehr normal. Das ist sehr, sehr geil. Und das ist erst die erste Maschine tatsächlich. So. Dann machen wir die erste auch nochmal wieder aus. Und wir gehen hier weiter zur zweiten. Das ist die Fire Charger Cannon Version 1.5.1. Also nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Das ist immer so, wenn zwei nebeneinander stehen. Das ist so die Anfangs... Die nicht so krasse, sage ich mal. Und das hier ist die viel, viel krassere. Wir gucken mal kurz. Ich glaube, hier oben müssen wir nämlich überall diese Fire Charge-Dinger reinmachen. Machen hier mal ganz kurz welche rein. So, dann holen wir uns das nochmal mit raus. Ich glaube, hier kommen auch welche mit rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich mache das einfach mal. So, muss ja auch nicht voll sein. Da brauchen wir nochmal kurz einen Stack. So, und dann machen wir das hier nochmal komplett rein. So, okay. Jetzt können wir außen anmachen und hier nochmal switchen. Wir gehen nochmal zuerst auf den Shotgun-Mode und machen mal an. Oh. So mal an. Und ihr seht schon, das ist nicht so krass. Also es kommen ein paar raus, aber es ist echt nicht so heftig. Ist schon relativ langsam tatsächlich. Und können wir, ich muss nochmal ausschalten, dann switchen wir nochmal auf den Vulcan-Mode. Und jetzt dürfte es, glaube ich, echt krasse sein. Sie schießt auf jeden Fall schon schneller. Kommt hier unten auch was raus? Oh, da ist gar nichts drin. Okay. Ich weiß nicht. Aber es geht schon gut ab. Ja, die werden hier schon rausgesaugt. Hier auch. Ja, sehr gut. Ah, das ist echt nicht schlecht. Hier kommen gerade keine durch. Warum kommen hier keine durch? Ich weiß es nicht. Sind hier welche drin? Hier sind welche drin. Ich glaube, die müssen erst noch komplett durchgezogen werden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Aber Leute, es wird immer noch krasser. Oh, warte mal. Jetzt aus. Okay, sehr gut. Jetzt geht es hier weiter. So eine ganz normale TNT-Cannon. Kennen ja, glaube ich, die meisten Leute. Da hole ich mir jetzt einfach mal TNT aus meinem Inventar. Und das kennen, glaube ich, die meisten. Also wir setzen hier einfach ein TNT hin. Und dann zusätzlich hier oben noch TNT drauf. Ich glaube, hier auch noch. Ja, hier auch noch, ne? Doch, 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 ich glaube schon. Okay, ich hoffe, das ist richtig. Okay, so müsste sie eigentlich funktionieren. Oh, oh, ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht, Leute. Oh nein! Nein, oh Gott! Oh nein! Okay, Leute. Ihr habt nichts gesehen, okay. läuft das Wasser mal bitte ab? Bitte Wasser? Ja, sehr gut. Okay, das läuft ab. Okay, Leute, ihr habt da nichts gesehen. Kommen wir zur zweiten, die TNT Cannon Modified. Die ist jetzt automatisch, da kann, glaube ich, hoffentlich auch nichts passieren. Hier kommt TNT raus und hier auch TNT und das werdet ihr gleich sehen. Wir drücken einfach den Knopf, dann spawnt hier TNT, das fließt bis hier vorne und dann wird perfekt getimt das TNT gesetzt und es fliegt einfach ultra weit weg. Wir können das nochmal kurz machen, wir haben ja eh ein bisschen Zeit, bis wir hinfliegen können. Und jetzt müsste uns das TNT entgegenfliegen. Da fliegt's! Oh, habt ihr da, seht ihr den Schatten noch? Habt ihr das gesehen? Okay, Leute, ich weiß nicht, wo es landet. Es fliegt aber ultra weit. Und das ist eine richtig, richtig geile TNT-Kanone. Also auch richtig gut getimed. Ihr seht das hier mit den Repeatern. Zack, hier wird es gesetzt. Und ja, ab dafür. Sehr, sehr nice. Sollen wir mal testen, wenn wir mal die Repeater auf 1 stellen? Sollen wir das testen? Ja, komm. Okay, jetzt geht es schneller. Zack, jetzt sitzt es jetzt schon da. Oh, und es fliegt vielleicht sogar besser. Warte mal, können wir das noch umstellen? Ich habe Angst, dass mir das ganze Ding hier wieder in die Luft fliegt. Okay, machen wir es noch einmal. Jetzt wird es noch früher gesetzt. Oh, what? Ja, das klappt eh. Ja, oh Gott.
ja, Leute, das ist nice. Okay, kommen wir nun zur nächsten. Das ist nämlich die Auto-TNT-Cannon. Die funktioniert automatisch. Das ist auch... Wie ist das denn gemacht? Wartet mal, wir klicken mal hier drauf. Wie funktioniert das? Da, ah, ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Da geht das Signal wieder zurück. Oh, warte mal, da fehlt ein Redstone. Jetzt aber, okay, jetzt. So, das klappt, hier wird eins gesetzt. Das fliegt weg. Und dann geht das Signal hier wieder zurück. Das klappt, hier wird wieder eins gesetzt, das Signal geht wieder zurück. Alles wird aktiviert, das Signal geht wieder zurück und so weiter und so fort, Leute. Ich glaube, das System sollte bekannt sein. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, wie man das einfach ausmacht. Einfach hier die Redstone-Verbindung unterbrechen und dann klappt nichts mehr. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Okay, kommen wir zur ersten größeren Maschine, die heißt The Creeper Will Nuke Explode. Okay. Hier steht auf jeden Fall schon mal On-Off-Switch und TNT-Button. Also so machen wir sie an. Aber ich glaube, sie ist... Was ist das denn hier? To stop the auto TNT cannon, press this button below. Okay, wir müssen den Button drücken, um sie auszumachen. Wir können sie uns erstmal anschauen. Also hier vorne kommt auf jeden Fall... Was kommt denn da raus? Kommt da TNT raus? Ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier oben ein TNT hier reinsetzen. Ja, ja, genau. Wir machen TNT hier rein. Das machen wir so ganz easy. Na komm. So, muss ja eh nicht alles voll sein. Ist ja egal. Hier noch TNT rein. So, sehr gut. Und hier noch TNT rein. So, und jetzt machen wir sie einfach mal an. Und was mache ich mit hier? Oh, war das richtig? Oh Gott! Oh Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein! Oh Gott, ich habe sogar hier weiter weggeschwenkt. Okay, Leute, vergessen wir das. Ich habe es vielleicht ein bisschen verkackt. Vielleicht ein bisschen. Das habt ihr nicht gesehen. Oh, shit. Okay, das hier ist die nächste TNT-Kanone. Hier oben muss, glaube ich, TNT rein. Ich denke doch mal. TNT. Zack, die machen wir hier rein. Und zack, hier alles voll. Sehr gut. Und wenn euch das Video gefällt, Leute, dann lasst doch einfach mal einen Daumen hoch. Da würde mich sehr, sehr freuen. Wir warten kurz, bis das TNT hier unten drin ist. Ich hoffe, das ist auch wirklich, das ist TNT, ne? Ja, ja. Hier ist TNT drin und hier. Und hier unten ist jetzt auch TNT drin. Und das ist auch so wie eine automatische, wie da hinten diese automatische TNT-Kanone. Okay, ich würde sagen, wir drücken hier einfach mal auf den Knopf und da wird ein TNT gezündet und dann müsste gleich hier vorne ein weiteres rausspringen, sehr gut. Und das wird einfach weggeschossen da hinten. Ja, da hinten sieht man sogar noch die Explosion. Warte mal, wir können mal ganz kurz drauf drücken. Das ist aber auch alles nicht so schwierig gemacht, das ist eigentlich relativ leicht. Komm, jetzt fliegt es uns gleich entgegen. Und... Flop. Sehr nice, okay. Ja, die funktioniert eigentlich ganz gut, so eine kleine, kompakte Maschine auf jeden Fall, sehr, sehr nice. Und ja, die gefällt mir auch ganz gut. Kommen wir nun zur nächsten, nämlich die Firewall Cannon. Auch sehr, sehr nice. Warum liegt hier denn TNT? Ich weiß es nicht. Die ist auch sehr, sehr krass. Kann man sich schon fast schon vorstellen, dass hier vorne einfach Feuerbälle rausfliegen. Wenn man hier hinten drauf drückt, das machen wir einfach mal. Und es wird einfach alles aktiviert. Und es wird einfach... Wow, Alter, es werden einfach... Alter, wie weit fliegen die? Wie weit fliegen die denn? Ach du Scheiße, guck mal, da hinten brennt es auch. Wow, okay, das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Wie weit die einfach fliegen, Leute. Oh mein Gott. Und von vorne sieht die auch richtig geil aus. Ihr seht, da bewegt sich auch so schön das Redstone hier drin. Sieht einfach echt geil aus. Ist auch richtig heftig auf jeden Fall. Guck mal hier, das Schwein. Okay, kommen wir nun zur nächsten. Die sieht aus wie so ein Panzer, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Also es ist fast so ein Panzer mit einem riesen Rohr, wo hier TNT rausgeschossen wird. Wir werden einfach mal hier hinten hingehen. Steht hier noch was? Super TNT Tank. Okay, sehr, sehr nice. Was haben wir hier? Press the button to fire to TNT. Head inside to reload, but break anything and it's useless. Okay, wir dürfen also nichts kaputt machen und wir müssen hier reloaden. Jetzt weiß ich nicht. Okay, hier wird auf jeden Fall TNT gesetzt. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Wo muss ich denn das andere TNT? Ne, das wird hier eh... Warte, wo wird denn das gesetzt? Das wird hier drin gesetzt. Muss ich hier... Achso, ich muss nur die Dinger reloaden, falls die leer wären. Okay, okay. Dann werden wir einfach mal hier draufklicken. Und... Oh, ich will das sehen. Ich will das sehen. Oh Gott. Und... Oh, wow, hä? Hallo? Oh nein! Oh nein, hier wieder, oh Gott! Okay, Leute, die Maschinen funktionieren alle nicht so gut, wie sie sollen, oder ich habe es irgendwo verkackt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Oh shit, aber ihr könnt euch schon vorstellen, wie das funktionieren soll. Hier fliegt einfach das TNT raus. Hat jetzt nicht so ganz gut funktioniert, aber dafür kann ich nicht so viel. Und hier haben wir auf jeden Fall die allergrößte Redstone-TNT-Maschine, die es... glaube ich, so gibt. Also ich habe, glaube ich, noch keine größere gesehen. Das ist einfach so ein komplettes Raumschiff, was sehr, sehr, sehr krass ist. Oh, what? Habt ihr das gehört? Okay, ich will mal hier... Okay, warte mal, warte mal. Schießt die ganze Zeit? Ja, sie schießt die ganze Zeit. Oh, what?
Oh, wie weit fliegt das? Okay, das schaue ich mir mal an. Guck mal, da hinten schießen sie. Oh, da fliegt's. Habt ihr es gesehen? Okay, ich glaube, ich bin perfekt auf der Höhe. Und vor allem, wie schnell das auch schießt. It's important you read the manual first. Also wir sollen zuerst hier das Buch lesen. Denn es ist sehr, sehr wichtig, wie wir diese Maschine steuern. The Ultimate TNT Cannon heißt sie. Und wir sollen den Lower Level zuerst betätigen. 4 Sekunden warten. Und dann den oberen Lever betätigen. Also das heißt, zuerst hier unten 4 Sekunden warten und dann den oberen. Hier ist alles voll TNT. Und wir machen das mal. 1, 2, 3, 4. Und jetzt drücken wir den. Und... Oh, what? Oh, Gott. What the fuck, Leute? Was ist denn hier los? Oh, mein Gott. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall leiser. Und Leute, das ist das Heftigste, was ich jemals gesehen habe. Schaut euch mal diese TNT-Cannon an, wie die abgeht. Bam, 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 bam. Oh. Die hat so einen Output, da schießt so viel TNT pro Sekunde raus. Es ist ja so übertrieben. Ich schau mal. Guck mal, wie es hier runterzählt. 5, 4, 3, 2, 1, dann, dann, dann. Boah. Vielleicht. Alter, das ist ja so heftig, Leute. Das ist jetzt auf jeden Fall meine Lieblings-TNT-Kanone, bis jetzt zumindest. Ich glaube, da hinten ist jetzt tatsächlich ein komplettes Loch drin. Ja, guck mal, wie weit die fliegt. Oh Gott. Okay, ja, ja, die fallen hier einfach durch den Boden durch. Guck mal, die fallen hier perfekt durch den Boden. Komm, hör auf. Okay. Oh, jetzt fliegen die wieder dahin. Okay, okay. Es ist halt ultra geil gemacht. Also, die ist echt sehr, sehr, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Den, oder? Okay. Okay. Es hat sich beruhigt. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einfach einen Daumen hoch und ein Abo, da würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, welche Maschine euch am besten gefallen hat. Ich habe ja meine schon gesagt. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.